ist die auch nicht? Warte. Ja, läuft. Ja. Nee, nimm sie mal in die Hand. Mach's einfach. Voll Einschlag. Komm her, nimm die Rute. Ein guter Fisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir brauchen jetzt definitiv einen Plan B. Es gibt ja diese Phasen oder auch diese Zeiten beim Welsangeln, wo man vom Ufer aus kaum Bisse bekommt. Ja, das ist normal, das hat jeder schon erlebt. Und wir werden jetzt aktiv rausgehen, schauen, ob sie da drauf stehen, die Fische. Das sollte jeder Wallerangler bei seinen Trips auch tun. Nicht faul am Blatt sitzen, wenn mal eine Nacht nichts passiert ist, und warten, ob was kommt, sondern die Tageszeit nutzen und dann versuchen, aktiv den Welsen auf den Leib zu rücken mit leichtem Gerät. Mein Boot sieht aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte, durch das Uferangeln hier. Ich zeige euch das gerade mal kurz. Bin gerade am Aufräumen, am Saubermachen, so gut wie es geht. So sauber, komplett schlammfrei werden wir es nicht bekommen, weil wir halt hier immer diesen Bereich hier durchlaufen zu unseren Zelten. Aber ich werde mir ein bisschen Mühe geben, dann die Vertikalsysteme fertig machen und dann fahren wir mal raus. Weil nur wer bei seiner Fischerei mixt, aktives und passives Angeln, wird ständig an den Fischen bleiben. Ja? Und das ist unser Plan. Flo ist schon kräftig am Fiedern, da gehen wir mal rüber. Denn zum aktiven Angeln, zum Vertikalangeln sind natürlich frische Köder von Vorteil. Und die probiert jetzt Flo zu fangen, dass wir 2-3 Stück haben und dann können wir schon starten. Oh, perfekt. Das ist doch eine starke Güster. Ja, das sieht echt gut aus. Und solche Köder brauchen wir. Flo hat zu mir gesagt, Stefan, ich will endlich mal einen guten Waller mit der vertikalen Methode, mit leichtem Gerät überlisten. Er hat schon große Fische gefangen beim Ansitzangeln. Aber mit leichtem Gerät, da war ihm das Glück noch nicht hold. Und deswegen jetzt hier der Plan und ihr seid auf jeden Fall dabei. Was passiert? Wir werden euch ein bisschen die Methode vorstellen, wie wir vorgehen beim Vertikalangeln, auf was es drauf ankommt. Und ihr seht schon, am besten ist es, wenn ihr frische Köder habt. Und das läuft beim Flo schon mal ganz gut. Denn wenn er gute Köder hat, wird er auch gute Chancen haben auf einen dicken Wels. Und während Flo jetzt hier noch weiter fiedert, gehe ich rüber ans Boot und baue die Systeme zum Vertikalangeln für die Köder zusammen. Ist ganz einfach, ihr braucht da gar nicht viel und es geht rucki zucki. Na, Daumen hoch, ne? Das läuft beim Flo da drüben. Er wirft immer wieder den gleichen Platz an mit der Fiederrute. Zweite gute Fisch im Netz. Ich hoffe, ich kann da nachziehen, wenn wir jetzt rausfahren zum aktiven Angeln auf die Welse. Sauber, gute Köder sind wichtig, das A und O beim Welsangeln. Die Montage zum Vertikalangeln mit Köderfisch, egal ob ihr einen toten oder einen lebenden einsetzt, ist denkbar einfach. Ihr braucht da gar nicht viel. Ich habe es hier alles schon mal vorbereitet. Ihr braucht Silikontube, ihr braucht Ghost Double Hooks, ihr braucht den Kethooker in der Größe 2-0. Ihr braucht natürlich den Catball. Ich werde jetzt ein System bauen mit dem Catball in 160 Gramm Gewicht. Wir haben draußen eine harte Strömung im Fluss. Ihr braucht ein Stück Gummischlauch und ihr braucht Wallervorfach. Geflochtenes Wallervorfach, 80 bis 100 Kilo Tragkraft, reicht vollkommen aus. Als erstes fixiert ihr im hinteren Bereich euren Ghost Hook. Dazu binde ich mir hier eine kleine Schlaufe in das Geflecht, ganz am Ende. Da wird der Ghost Hook einfach hinten eingeschlauft. Geht dazu mit der Schlaufe hier durchs Öhr vom Ghost Hook
und schlauften euch ein. So, da habt ihr schon mal eine super Verbindung zum Ghost Hook. Darüber schiebe ich jetzt ein kurzes Stück von dem Schlauch hier. Zwei, drei Zentimeter schneidet ihr euch da runter. Schiebt euch das drauf. So. Jetzt montiert ihr euren Einzelhaken. Da kommt es jetzt schon ein bisschen drauf an, wie groß eure Köderfische sind, die ihr später beim Angeln verwenden wollt. Ich lasse in der Regel ein bisschen größeren Abstand, so 15, 18 cm rum und kann das im Notfall nachher durch Wickeln auch einkürzen, das Vorfach auf einen kleineren Köder. Euer Einzelhaken wird mit einem No-Knot befestigt, ca. 15 cm Abstand zum Ghost Double Hook. Ich wickel jetzt 6-mal zurück und gehe wieder durch das Öhr nach vorne zur Hakenspitze durch und habe eine super saubere, haltbare Verbindung an meinem Haken. Jetzt nutzt ihr den Silicone Tube. Der hat die Eigenschaft, dass er ein bisschen steifer ist als der gelbe Gummischlauch. Denn diese Versteifung brauchen wir jetzt, um später das perfekte Laufverhalten unseres Köders am Grund zu gewährleisten, dass es keine Verwicklung gibt. Da schneidet ihr euch circa 10 cm runter. Und fädelt dieses Stück vorne auf euer Geflecht auf. Jetzt braucht ihr ein bisschen Spucke, um alles anzufeuchten hier. Und schiebt den Silikonschlauch jetzt bis über die Wicklung der Schnur auf den Haken. Er geht da relativ straff drüber, aber das ist auch gut so. Richtig schön drüber schieben. So sieht es dann aus, wenn der Einzelhaken richtig schön sicher in eurem Tube drinsteckt. Das andere Ende des Tubes wird jetzt mit eurem Catball verbunden. Hierzu gehen wir mit dem Schnurende der geflochtenen durch die untere Öse, durch die nach hinten wegstehende Öse besser gesagt, und schieben den Tube anschließend auf die Öse drauf. Das passt perfekt alles zusammen. Wichtig ist, dass da kein großes Spiel mehr ist. Richten es schon mal so aus, dass der Haken, der Einzelhaken mit der Spitze direkt geradlinig auf euren Catball zeigt. Jetzt gehen wir mit dem oberen Stück der geflochtenen durch die obere Öse, einmal durch, ein zweites Mal durch, ein drittes Mal durch. Bevor ich das dritte Mal durchgehe, schlaufe ich es noch einmal ein. Dass die geflochtene hier am Catball fixiert ist und sich auch unter Zug nicht auf das Vorfach auswirken kann, also dass es sich nicht alles zusammenziehen kann. Und hier oben drauf kommt jetzt noch ein kurzes Stück Gummischlauch, ca. 5-6 cm als kleiner Abstandhalter. Wird einfach hier oben wieder aufgefädelt. Hier kommt es schon raus. Und jetzt schiebt er dieses kleine, kürzere Gummistück von oben über den Catball drüber, über die Öse. Das passt auch super drüber und versteift euer System schön unter Wasser, wenn ihr den Köder führt. Ans Ende eures Geflechts kommt jetzt wieder eine kleine Schlaufe. Ich mache erst einen kleinen Sicherungsknoten. Jetzt wird die Schlaufe drauf gebunden
möglichst kurz halten. In diese Schlaufe hänge ich jetzt einen Knotenlosverbinder ein. Das sind so kleine verdrehte Haken zum Verbinden zweier Schnüre mit nahezu null Tragkraftverlust. Also diese Teile nutze ich sehr, sehr gerne beim Welsangeln, denn die Hauptschnur meiner Vertikalrute ist deutlich dünner als hier dieses Vorfachmaterial. Und es ist gar nicht so einfach, so zwei Schnurkomponenten sehr tragbar und zuverlässig miteinander zu verbinden. Es wird einfach jetzt hier eingehangen und wickle die dünne Hauptschnur um meinen Knotenlosverbinder. Ich lege vorne eine Schlaufe, wickle jetzt einmal in die Schlaufe rein, wickle ein zweites Mal in die Schlaufe rein und wickle jetzt die Schnur schön nebeneinander nach hinten zurück bis zu dieser Öse. Und führe sie jetzt in die Öse rein und ziehe sie hinten in das Öhr. So ist eure Montage jetzt ganz, ganz perfekt verbunden. Also die dünne, in dem Fall habe ich eine 0,38er geflochtene, meine Vertikalrute, mit der 80 bis 100 Kilo starken Vorfachschnur an eurem Vertikalsystem. Hier vorne, das wird nur stärker gewählt, weil wir nicht genau wissen, wo der Wels angreift, wenn er überbeißen sollte und diese Schnur hier mit ins Maul bekommt, damit wir noch einen Schutz haben vor seinen Zähnen. So eine dünne Schnur wird er problemlos durchballern. Die wird er sofort reißen an diesen Reibezähnen im Wallermaul. Aber dieses dicke Geflecht hier im unteren Bereich bringt da überhaupt keine Probleme mit sich und hält zuverlässig. Aber in den meisten Fällen, ich hoffe, ich kann es euch nachher auf dem Wasser draußen zeigen, beißt der Waller direkt auf den Kopf vom Catball, also hängt hier im vorderen Bereich am Einzelhaken oder am Ghost Hook. Ratzfatz sind die Montagen zum Vertikalangeln vorbereitet. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen das Boot aufräumen, dass wir schön Platz haben und uns leise im Boot beim Angeln bewegen können, denn das ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht's raus auf den Fluss und da zeigen wir euch, was wir genau machen, wie genau das vertikale Angeln funktioniert. Denn viele Angler machen da Fehler und plumpsen mit ihrem Köder plump auf dem Grund herum und verschrecken eher die Welse. Wir zeigen euch, wie ihr die Welse ans Band bekommt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, ich zeige euch mal unser System zum Vertikalangeln. Catball 160 Gramm, Ghost Hook im Rücken, der Ghost Double, eine schöne Güster drauf. Geht jetzt auf Tauchfahrt. Die Solid Vertical mit unserer Battlecat Vertikal Multirolle. Leichtes Gerät, 38er geflochtene Schnur und ab geht die Post. Dürften die Baller nicht weit sein. Alles voll mit Futterfisch hier unten. Flaches, langsames Wasser. Erste Drift, erster Fisch,
für den Flo. Ist doch mega, oder? Das ist Wallerangeln am leichten Gerät im Trilseder Kati Solid Vertikal. Geile Route. Petri! Boah, danke! Geil! Ach, sehr geil! Hä? Das ist doch mal ein Aktivfisch! Ja. Leute, bin ich entspannt. Catball. Einzelhaken, perfekt gegriffen. Bam! Mega geil. Mega langer. Mega geil. Super geiler Fisch. Super dark besetzt. Was sagst du da, hä? 5 Minuten vertikal geangelt und gleich ein 2+. Genau, jetzt kannst du so greifen, dass er schön im Wasser steht, zwischen Bauch und Kopf, so dass er sich mit der Strömung einstellt. Genau, und wenn er dann geht, lässt du ihn gehen. Jawohl, sehr geil. Pow! Ihr seht da unten genau unseren Köder laufen. Langsame Sprünge. Vertical in Action. Eddie's in the house. Und der nächste ist am Band. Strahlender Sonnenschein. Vertikal rockt ungemein. Das reimt sich sogar. Nothing will break. It's a solid. Bereite jetzt schon mal alles vor. Matte wird hingelegt. Finny muss gleich weg. Damit hier alles safe ist, wenn er reinkommt. Nice fish. Nice one. Yes. You're so powerful with these short rods. Yes, thank you. Yeah. No, but it's a lot shorter. Good. Congrats, Eddie! Thank you. Good one. Can I keep him? Nicely hooked. Nicely hooked. Perfect. Pam pam! Thank you, Stefano. Not bad. Nice fish. Das ist Vertikalangeln. Während die anderen jetzt am Ufer sitzen und warten, dass was beißt auf die ausgelegten Stellfischruten, sind wir aktiv unterwegs. Und das war kein schlechter Fisch mit knapp 1,80. Great. Thank you, Stefan. Weiter geht's.
Beim Vertikalangeln sucht euch langsam strömende Bereiche aus, wo ihr sehr gefühlvoll die Möglichkeit habt, euren Köder vertikal unterm Boot mitzuführen. Vertikal ist da der richtige Ausdruck, also ein Hinterherziehen des Köders betitelt man als Schleifen und hat bei dieser Methode kaum eine Wirkung. Wir haben jetzt hier eine Strömungsgeschwindigkeit von 2,7 km/h und da laufen die kleinen Güstern und Brassen sehr gut an dem 160 Gramm Catball mit. Und mit meinem System taste ich jetzt den Grund unten ab. Ich setze den Köder langsam auf. Heben dann ca. 10 cm an und lassen so knapp über Grund mitlaufen. Vertikalangeln ist eine ganz langsame, hochkonzentrierte Köderführung. Also kein Pilkangeln. Viele Angler machen den Fehler, die beschleunigen die Rute sehr schnell, heben so hoch, lassen den Köder runterfallen. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie das unter Wasser aussieht. Und dass da die Welse keine große Lust haben, drauf anzuspringen. Vertikal auf Wels könnt ihr das ganze Jahr über machen. An Fluss und am See. Der Gewässertyp spielt da keine allzu große Rolle. Am Fließgewässer ist es natürlich einfacher, weil ihr schön Strecke macht. Schön den Fluss entlang hinuntertreibt. Am See müsst ihr euch da immer ein bisschen bewegen, es sei denn, ihr habt Wind und das Boot wird bewegt. Aber die Jahreszeit spielt da keine große Rolle. Jetzt aktuell befinden wir uns im Frühjahr. Das Wasser ist noch kalt. Die Fische liegen stellenweise noch gesammelt in den ruhigen Bereichen. Ihr seht es ja auch, wir haben relativ schönes Wetter. Die Sonne hat Kraft. Und ich persönlich suche mir dann so Wassertiefen im Fluss zwischen 4 und 10 Meter, wo die Strömung langsamer fließt als der Hauptfluss. Denn dort werden sich die Waller in Schulen einstellen. Und in diesen Bereichen können wir sie dann auch mit der Vertikalmontage an den Haken bekommen. Mal die Hand. Mach's einfach. Voll Einschlag. Komm her, nimm die Rute. Das ist ein guter Fisch. Spaß. Dann halt Druck machen, wenn wir drauf zukommen. Ja, ja. Ja, das war ja eben wie im Bilderbuch. Eben habe ich euch noch erklärt, wie die Köderführung funktioniert. Volleinschlag. Habe dem Flo jetzt die Rute übergeben. Und das sieht richtig gut aus, der Fisch. Richtig gut. Es war ein ganz kurzer Tock, wie wenn plötzlich euer Köder schwerelos ist und da muss der Anschlag kommen. Ja.
Das ist Welsangeln vom Feinsten. Leichtes Gerät, die Solid Vertikal, kleine Multirolle, die Battlecat Vertikal, 38er bis 40er geflochtene, kleine Güster am Grund und die dicken steigen ein. Guckt euch mal die Power der Rute an. Wahnsinn. Boah, leck mio! Der hat den Gaustuck voll weggesaugt. Nice Fisch. Komm ich schlecht ran. Der hängt ganz knapp davon an dem Maulbereich. Ich will ihn nicht so arg ziehen. Ich hab ihn halt richtig. Jetzt habe ich ihn. Boah! Achtung! Geil! Petri! Yes, danke! Boah. Mach dir Spaß, wenn ich unterwürden will. Alter! Wahnsinn! Wahnsinnsfisch. Da ist die Bombe. Der kleine Einzelhaken. Hier vorne ganz knapp gegriffen. Und der Ghost Hook hinten perfekt im Wallermaul. Wahnsinnsfisch. Wahnsinnsfisch. Absolut, absolutes Ding. Petri. Danke. Jungs, ihr müsst einmal mit dem leichten Gerät auf die Waller gehen. Das macht einfach mega viel Spaß. Das übelste Power. Einfach nur geil. Oh! Wie geil. Sehr geil. So lange Trifftouren auf dem Boot machen natürlich auch hungrig. Und der einfachste und zeitgleich leckerste Begleiter bei meinen Vertikaltouren ist Y-Food. Und meine Gäste haben dann immer die Qual der Wahl, ob sie lieber einen Riegel hier knabbern möchten oder ein leckeres Getränk. Beides macht satt und hilft weiterhin konzentriert die Route zu halten. Andi, Riegel oder? Ich nehme einen Riegel. Dankeschön. Philipp, Banane? Ja, Banane, danke. Die Platzwahl beim Vertikalangeln ist sehr vielseitig. Wir treiben jetzt gerade in einer Außenkurve, in einer langgezogenen Steinpackung. Da am Packungsfuß, wenn ihr eine schöne, langsame Strömung habt, liegen immer Fische ab. Hier im Hintergrund seht ihr auch eine ganz typische Packung. Da sitzen zwei einheimische Angler, die angeln auf Weißfisch. Augenscheinlich ist eine ganz starke Strömung da drüben in dem Ufer. Aber die Jungs angeln mit leichtem Gerät, denn direkt am Packungsfuß, kurz vor der Packung, ist das Wasser ganz, ganz langsam. Und auch dort findet ihr mit der Vertikalroute immer Fische am Boden liegen. Also ein sehr heißer Bereich
zum aktiven Angeln. Genau gegenüber Naturufer. Auch solche Bereiche sind immer ein Versuch wert. Da findet ihr oft Holz, Totholz im Wasser, also von den ganzen Bäumen am Ufer, die irgendwie beim Hochwasser mal reinbrechen oder irgendwo drin liegen bleiben. Auch dort legen sich Fische rein. Hier haben wir auch einen ganz langsamen Zug, Wassertiefen um die 6-7 Meter. Also definitiv prädestiniert für die schöne, langsame Vortrift eurer Vertikalmontagen hier am Gewässergrund. Wenn ihr beim Vertikalangeln ein Echolot zur Verfügung habt mit Kartenblotter, ist eine ganz, ganz große Hilfe für mich, denn ich kann meine Triftstrecken immer wieder ganz gezielt neu ansetzen. Ihr kennt das hier gut. Das sind die Strecken, die wir heute getrieben sind. Und ich versuche, jede Trift neu in einem anderen Flussbereich anzusetzen. Also überfahre nicht die gleiche Strecke nochmal, wenn da keine Aktion kam, sondern setze mich 5 bis 10 Meter weiter nach links oder weiter nach rechts. Und so gibt es dann am Abend, wenn ihr lang unterwegs wart, ein richtiges Rasterbild, auch mit den Punkten drin. Hier oben sind diese Punkte, wo Fische gebissen haben, ja, wo Aktion war. Hier in dem Bereich habe ich ein Hindernis, einen großen Baum, da haben wir einmal abgerissen. Hier in dem Bereich kam ein starker Fisch. Hier in dem Bereich kam auch ein Fisch. Diese Punkte habe ich mir markiert und irgendwann habt ihr dann ein Bild, wo die besten Plätze sind, wo die Fische abliegen, und könnt eure Trift so ganz toll mit dem E-Motor drauf auslegen und euer Boot von oben sehr leise und unauffällig auf die Fische zutreiben lassen. Hier drüben seht ihr gerade die Köderbewegung, wie sie aussehen sollte, unter Wasser, Ansteigen des Köders, Haltephase, wieder ein Absetzen des Köders. Immer probieren, wenn ihr mit dem Echolot arbeitet, in diese sogenannten Sandkanten euren Köder reinzusetzen. Also wenn der Untergrund gerade läuft, leicht abknickt, dann auch probieren, mit der Rute in diese Bereiche euren Köder zu führen. Jetzt kommt gerade so ein Bereich hier drüben. Da liegen oft die Wälse hinten dran im Strömungsschatten, also hinter dieser Kante. Und wenn dann was über den Kopf des Räubers drüber geführt wird, geht er nach oben und greift es an. Hier ist auch so eine ganz tolle Kante zu sehen. Wir haben jetzt hier bei dieser Trift ohne den Einsatz des E-Motors, also ich bremse das Boot nicht. Ich nutze meinen Bugmotor nur, um das Boot in der Richtung zu beeinflussen, dass wir schön mit dem Heck zuerst hier geradlinig den Fluss runtertreiben. Links und rechts jeweils ein Angler, der unten mit dem Catball-System den Grund abtastet. Und hier in dem Bereich haben wir jetzt eine Strömungsgeschwindigkeit von 3 km/h. Und das sind gute Strömungsverhältnisse, um unseren Köder schön geführt im vertikalen Wege am Boot mitzuführen in dieser Haltephase. Ja, also wenn ihr merkt, ihr schleift euren Köder hinterher, müsst ihr entweder ein schweres Bleisystem einsetzen oder aber euch Bereiche suchen, wo ihr langsamer treibt. Also zu schnelle Bootstrift und Köder hinterm Boot ist kein effektives Vertikalangeln und ihr werdet da nicht viel Erfolg haben. Wichtig ist, dass die Köder mit dem Boot mitlaufen, vielleicht sogar ein bisschen in die Vortrift gehen. Wir haben jetzt hier bei der Strömungsgeschwindigkeit, jetzt haben wir sogar knapp 3,5 km/h, ein Ködergewicht, ein Catball von 160 Gramm drauf. Wenn jetzt die Strömung leichter werden würde, 1,5 bis 2 km/h, würde ich mit dem Bleigewicht runtergehen oder ansonsten hochgehen. Aber diese 160 Gramm Köpfe für Flüsse mit starker Strömung und große Köder im Schlepptau haben sich in der letzten Zeit als sehr, sehr effektiv bewiesen. Hier seht ihr wieder gerade, wie der Köder springt. Hier kommt er über die Kante drüber, danach aufgesetzt. Das ist die Linie des Vertikalsystems hier am Grund. Das ist das beste Beispiel da drüben, ne? Was ich immer damit meine, man sollte bei Natur versuchen, aktives und passives Angeln möglichst gut zu mischen. In den meisten Fällen tagsüber, was machen die Welsangler? Sie moven. Die Jungs da drüben packen gerade ihren Platz aus. Wir haben jetzt späten Nachmittag, andere packen ein, suchen sich neue Plätze. Aber kaum jemand ist auf dem Wasser unterwegs, außer wir, und angelt aktiv jetzt in dieser Phase. Ja. Und oftmals ist es so, dass wir bei so einer aktiven Tour 2, 3 Fische fangen können.
in Zeiten, wo die Uferrouten schweigen, also wo da überhaupt nichts passiert, wo keine Fressphase der Welse ist. Aber die meisten sind ja irgendwie zu faul dafür oder trauen es sich nicht zu, so eine Triftstrecke mal richtig mit dem Vertikalsystem zu beackern. Und die Jungs da drüben haben ja auch ein kleines Schlauchboot dabei. Ihr könnt es auch mit dem Schlauchboot machen. Ja? Ihr braucht nicht so ein großes Boot wie ich jetzt, was ich gerade einsetze. Ihr könnt auch mit dem Schlauchboot das machen. Während euer Kumpel am Ufer sitzt, auf die Wallerrouten aufpasst, kann ja der andere Angler, der zweite Angler, man ist ja oft im Team unterwegs, raus auf den Fluss und einfach mal probieren. Und oftmals kriegt er dann richtig gute Aktionen, die ihr beim Uferangeln auf die gespannten Routen vom Ufer tagsüber nicht bekommt. Mischen. Eine gute Mischung macht es da wirklich aus. Ich habe jetzt mal schnell eben das Echolot angehalten. Wir befinden uns in einer Hafeneinfahrt und hier steht richtig Fisch in dem ruhigen Dreher vor der Hafeneinfahrt. Das sind auch immer Bereiche, wie ihr es hier erkennen könnt. Hier kommt eine große Steinpackung runter. Hier hinten ist ein kleiner Hafen. Wir befinden uns hier in einem drehenden Bereich und an der Kante zu dem drehenden Wasser richtig Fischsicheln unten am Grund. Nicht einfach zu beangeln, aber auch diese Bereiche, wo starke Strömung, der Hauptfluss kommt hier runter, auf stehendes Wasser trifft, diese sogenannten Kehrwasser, für uns Vertikalangler ganz, ganz interessante Spots. Hier treiben wir gerade in die nächsten Hotspots rein. Brückenpfeiler gibt es zahlreich an allen Flüssen, die wir als Welsangler beangeln können. Und hinter den Brückenpfeilern bilden sich auch immer sogenannte Kehrströmungen. Der Fluss ist oft etwas ausgespült. Es liegt ein Haufen Gerümpel hinten dran von den Brückenarbeiten. Und genau in diesen Bereichen sollten wir als Vertikalangler auch sehr wachsam sein und unsere Köder direkt am oder beziehungsweise hinterm Brückenpfeiler mal auf Tauchstation schicken. Also auch hier ein ganz heißer Spot, ein heißes Revier zum vertikalen Angriff auf die Giganten unten am Grund. Ich fahre dich halten. Das sieht richtig gut aus, richtig gut. Die Game vom Feinsten. Warte, ich gehe ein bisschen rum. Larsen kommen ja, wenn er hochkommt, wird es noch super breit. Plane stinkt von der Vorderschleim hier. Das ist Big Game Angeln vom Feinsten mit dem leichten Gerät. Warte, er kommt langsam jetzt. Ich schaue mir den E-Motor ein bisschen nach.
Bastelzeit. Jetzt kommen die ersten Blasen. Achtung, wenn er hochkommt. Gucken erstmal, wie der Haken sitzt. Großer Fisch, großer Fisch, großer Fisch. Big Fish. Jetzt unterm Boot, aufpassen. So, jetzt wird gleich der Moment kommen. Kannst du noch? Hast du noch Gas, junger Mann? Ja. Ja, aber greif, ui, da waren schon die ersten Blasen. Achtung, jetzt muss ich zu kommen. Jawohl, das sieht stark nach 2 Fuß aus. Langsam, Achtung, Rute vom Boot weghalten, Rute vom Boot weghalten. Das ist ein Mörder, das ist ein richtiger Mörder. Der Glasenbulle. So, Achtung. Wasser auf die Plane. Jetzt gehe ich hier, du gehst etwas zurück, damit ich an den Fisch rankomme. Vorsichtig. Boah. Unglaublich, unglaublich. Hilf mir. Warte, warte, warte. Helfen. Greifen. So. Okay. Ja. Okay. Dankeschön, Dankeschön. Ich will deine Freiheit zurück. Und vielleicht werden wir noch in 10 Jahren fangen. Ja, in 10 Jahren hat der Fisch 2,80. Tolles Teil. In dem Video habt ihr jetzt gesehen, wie wir unsere fängigen Catball-Vertikalsysteme zusammenbauen, wie die Technik auf dem Wasser funktioniert, wie die Fischerei funktioniert, welche Plätze wir gezielt ansteuern, um vertikal erfolgreich zu sein. Im nächsten Video wird es jetzt nochmal ganz spannend. Das wird wahrscheinlich schon bereits nächste Woche an den Start gehen. Da werden wir mal versuchen, mit dem Vertikalsystem nachts unterwegs zu sein, in der Dämmerungsphase, in der Nachtzeit, denn die meisten Angler vermuten ja, weil es auch die meisten so zeigen, dass man hauptsächlich vertikal tagsüber unterwegs ist. Aber ist es auch möglich, nachts vertikal Welse am Grund zu fangen oder sind sie da eher auf Beutezug? Da bin ich mal gespannt. Der Kollege hier weiß es und ich weiß es auch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dann geht's nachts aktiv auf Waller. Bleibt gesund. Alles Gute für euch. Euer Stefan. Ciao, ciao.